Das hier sieht für mich ja eher aus wie so ein Scanner an der Kasse. Tütüt. Dann können Sie hier über die Kopfhörer, also es ist eine sehr, sehr extreme Verlängerung des eigentlichen Stethoskops, ne? Ja, ich sag mal so, wenn ich sowas zum Urlaub mitnehmen würde, würde ich es mir nochmal überlegen. Das ist total interessant. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ich wollte jetzt schon die Kamera verstellen, aber die verstellt sich ja von alleine. Wahnsinn. Und Bauchschmerzen? Ja, und wie? Bauchschmerzen, Übelkeit. Ich bin halb tot, wenn er so schlimm ist. Heute ist wieder besser. In Pflegeeinrichtungen kann es immer wieder mal dazu kommen, dass sich das Wohlbefinden von Bewohnerinnen und Bewohnern verschlechtert und man dann medizinische Hilfe benötigt. Aber so ein Hausarzt oder auch der kassenärztliche Bereitschaftsdienst, die stehen dann nicht immer direkt zur Verfügung. Und deswegen wird dann häufig auch mal die 112 gewählt, der Rettungsdienst kommt und es geht in die Notaufnahme hierhin. Manchmal vielleicht aber auch ein bisschen vorschnell. In vielen Fällen könnte den Bewohnerinnen und Bewohnern ein vorschneller Krankenhausaufenthalt erspart bleiben durch intersektorale telemedizinische Zusammenarbeit. Dabei geht es nicht darum, jemanden zu ersetzen, sondern das bestehende ambulante Versorgungsangebot, das wird ergänzt und erweitert. Wie diese telemedizinische Zusammenarbeit, also der medizinische Rat aus der Ferne, genau aussieht, das schaue ich mir heute an, und zwar beim Projekt Optimal at NRW und treffe dazu Petra Enzmann und Talan Sülemenzade. Mal gucken, ob schon jemand da ist. Hallo Herr Sülemenzade, Vicky. Hallo Talan. Freut mich. Wir dürfen vorbeischauen, ja? Okay. Es ist ja vor allem gerade erstmal ein Büro. Das muss man ja auch mal kurz sagen. Willkommen in unserer Telearztzentrale. Ja, genau. Das ist unser Büro, von wo wir arbeiten. Die Teleärztinnen und Teleärzte des Projekts Optimal at NRW sitzen hier in der Telearztzentrale der Uniklinik RWTH Aachen. Sie unterstützen die Pflegekräfte aus der Ferne mit Hilfe der telemedizinischen Technik. Ich habe mir sagen lassen, man kann von hier aus sogar den Herzschlag hören. Da bin ich mal gespannt. Jedes Pflegeheim, das von uns versorgt wird, ist ausgestattet mit so einem Telerollständer. Genau. Dank dieser Telerollständer können wir auch nämlich Telekonsultationen machen. Und wenn ich brauche, mit Patienten zu reden, kann ich wechseln Kamera. Da hinten gibt es noch einen Bildschirm, das zeige ich. Genau, das ist, wir gehen davon aus, dass meistens nach unten, eingerichtetes Patient immer im Bett liegt. Deswegen, also hier gibt es eine andere Kamera, sehen wir, ja, das ist, weil diese Kamera kann man bewegen. Das ist mobil, kann man bewegen, kann man vergrößern, um genau Patienten untersuchen zu können. Ja, manchmal. Also, wenn ich jetzt hier im Bett liegen würde und was am Knie hätte oder wie auch immer, könnte man die so drehen, dass mein Knie gezeigt werden würde, man die Schwellung sieht, keine Ahnung, ich muss mir jetzt irgendeine Krankheit ausdenken, wenn ich ehrlich bin. Und dann kann man als Patient hier reinschauen, Sie sehen, und Sie sehen dann das Knie und vielleicht noch Teile vom Patienten. Da kann man im Prinzip, wenn es bestimmte Wunden oder zum Beispiel Dekubitus, das ist wichtig für die Dokumentation, kann man vergrößern, kann man Bild aufnehmen und speichern. Das wird automatisch in Software am Ende von Telekonsultationsbericht wird gespeichert. Kann man sogar manchmal, wenn da, also das ist Kamera mit hoher Auflösung, ja, kann man vergrößern, sogar Pupillen untersuchen, ja. Kann man auch Foto davon aufnehmen, wenn in Frage kommt, irgendwelche neurologische Ausfälle, ja oder nein. Sowas ist auch möglich, natürlich. Genau. Und ansonsten. Das finde ich ja schon ziemlich verrückt, dass man mit dieser Kamera wirklich eine Augenuntersuchung machen kann. Von hier. Jetzt gibt es hier aber noch einen zweiten Rollwagen, der sieht anders aus als der. Ja, das ist übrigens unser zweites Gerät, heißt Frühwarnsystem. Im Prinzip, da machen die Schwestern, Pfleger vor Ort in Pflegeeinrichtungen regelmäßig Kontrolle von Vitaldaten von der Patientin, und all die Werte werden gespeichert und übertragen an das Software entsprechende, was bei uns im PC installiert ist.
Ich kann mir vorstellen, dass es auch vor allem eine große Entlastung für die Pflegerinnen und Pfleger vor Ort ist, weil man dann einfach in einer Situation, die vielleicht akut ist, entlastet wird und einfach die Sorge ja irgendwie kleiner ist, weil man nicht bis zum nächsten Morgen warten muss oder was auch immer, bis der Notarzt da ist, sondern im Prinzip gibt es die Möglichkeit, schnell zu handeln. Oh, da kommt jemand. Soll ich mal schauen? Ah, hier ist Petra. Unsere Nepa, sie war eben im Einsatz, kommt zurück. Hi Petra. Hallo. Hallo, Petra Enzmann also. Wir lernen uns heute kennen. Ah, ganz gerne Petra sagen. Du bist Nepa, das ja, heißt? Richtig. Das heißt, ich bin Arzthelferin mit Zusatzaufgaben. Wir sind halt hier speziell geschult worden, haben Rotationen gemacht, um uns da unsere Fähigkeiten zu erweitern, was wir so von der Arztpraxis als Arzthelferin kennen. Wie sieht denn dein Tag dann so aus? Du bist hier? Und dann gibt es irgendwann einen Anruf, eine Meldung, hier wird was gecheckt. Wie kommst du an die Info, ich muss los? Musst du überhaupt immer jeden Tag los? Wir müssen immer dann los, wenn der Arzt, der ja auch hier in der Zentrale ist, sagt, ich habe hier einen Auftrag für dich. Die haben ja vorher schon korrespondiert mit dem Heim, mit den Pflegekräften vor Ort, eventuell auch schon mit den Bewohnern vor Ort. Und wenn dann irgendein Auftrag für uns ist, dann kriegen wir das hier direkt vom Arzt gesagt und dann packen wir unseren Koffer, schauen, dass wir alle Materialien haben und dann fahren wir los. Wie ist das denn für dich? Du kommst natürlich ja auch so in das Zuhause der Bewohnerin der Pflegeeinrichtung. Was bedeutet das für dich, dass du quasi mit dem Koffer vor Ort Hilfe leisten kannst? Ich finde das eine großartige Sache, das wirst du auch nachher bei den Leuten sehen, dass die einfach wahnsinnig dankbar sind, dass wir die vor Ort versorgen. Dass die nicht für jedes Teil ins Krankenhaus müssen, wo Unsicherheiten da sind, wo der Hausarzt eben am Wochenende vielleicht nicht verfügbar ist, dass wir dann rauskommen können im Auftrag vom Arzt und dann eben mit dem Arzt zusammen kommunizieren und schauen, was können wir für den Patienten tun? Kann er da vor Ort versorgt werden? Und das ist eben diese große Erleichterung, wo man auch merkt, da sind die Leute wahnsinnig dankbar. Ja, dann schauen wir nochmal weiter rein und packen vielleicht zu Ende. Und dann möchte ich mal die Leute kennenlernen, von denen du sprichst und auch mal erfahren, wie das für die vor Ort ist. Ja, sehr gerne, weil wir haben noch ein ganz wichtiges Teil, unser BGA-Gerät, unser Blutgasanalysegerät. Das haben wir hier immer auf der Ladestation, das nehmen wir dann auch mit. Und damit können wir dann eben vor Ort auch direkt eine Blutuntersuchung machen und diese Ergebnisse dann dem Arzt schon mitteilen. Wahnsinn. Innerhalb von 2 Minuten erledigt ist und... Ganz entspannt quasi mal Versorgung ins eigene Haus geholt. Das machen wir jetzt mal. Wir fahren mal hin. Ja, sehr gerne. Okay. Geht dir eigentlich schon irgendwas durch den Kopf, wenn du fährst? Also wenn du auf dem Weg irgendwo hin bist, wenn du ja vielleicht auch Input hast, je nachdem, wie akut irgendwie jetzt gerade die Anforderung da ist, also je nachdem, was dich erwartet. Sortierst du dich dann schon mal auf der Fahrt? Ein bisschen schon, aber da wir im Gegensatz zum Rettungsdienst ja nicht unter Zeitdruck stehen, ist das für uns eigentlich doch entspannter und wir können ganz locker losfahren. Jetzt quatsche ich ja aber mal niemanden voll, weil wir wollen ja hier sicher ankommen, ne? Sonst bringt das ja auch nichts. Optimalet NRW verbindet Sektoren und Akteure miteinander, die vielleicht sonst gar nicht aufeinandertreffen würden. Ist es nämlich zum Beispiel so, dass sich eine Pflegekraft in einer Pflegeeinrichtung Sorgen um einen Bewohner macht, können diese einfach in der Telearztzentrale anrufen und dann wird gemeinsam entschieden, ob und wie man helfen kann, also ob vielleicht eine Telekonsultation nötig ist. Und dann wird der Nepaz oder die Nepaz, ich habe schon wieder vergessen, hier hingeschickt. Petra wartet da hinten auf mich. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal gemeinsam an. Hallo. Hallo. Hallo Petra. Schön, dass Sie so schnell da sind. Gehen wir direkt zum Bewohner? Ja, sehr gerne. Ich bin übrigens Vicky, hi. Schön, dass ich dabei sein darf. Na, sehr gerne. Herzlich willkommen, Vicky. Dankeschön. Dann, ab jetzt heißt es? Ab jetzt heißt es auf zur Bewohnerin. Perfekt. Lass dich überraschen. Los geht's. Unterwegs haben wir übrigens schon mal einen Rollwagen eingesammelt. Da hinten steht schon der nächste. Ich will es ja jetzt auch ehrlicherweise mal ausprobieren und eine Telekonsultation ausprobieren. Machen wir das, ja, Petra? Natürlich, machen wir. Oh. Frau Rüscher, guten Tag.
Schönen guten Tag, Frau Richard. Ich bin Vicky und ich schaue heute mit Petra vorbei zur Telekonsultation. Danke, dass wir hier sein dürfen. Sie haben es aber schick. Schönen guten Tag. Sie haben es ja aber gemütlich. Frau Richards, ich habe gehört, Sie haben jetzt Bauchschmerzen und wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam mit Petra an und mit dem Arzt. Ja, das machen wir. Dann würde ich sagen, wir holen mal den Doktor dazu, dass er Sie sieht und dass Sie auch unseren Doktor sehen. Schauen Sie, da ist er schon. Guten Tag, Frau Richard. Hören Sie mich gut? Ja, Richard, mein Name, wissen Sie ja schon. Und mein Name ist Suleyman Sade. Ja, danke schön. Kann ich mir schlecht merken. Hallo, Dala. Ja. Die Dame hat Bauchschmerzen, die Frau Richard, und da müssen wir mal schauen. Ich habe einen Reizdarm und hatte gestern wieder unendliche Probleme, Durchfälle, Übelkeit, also... Da, wenn Sie mir helfen könnten, wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Wir helfen auf jeden Fall. Okay. Jetzt unsere Schwester einmal misst vitale Parameter, das heißt Blutdruck, Puls schauen wir, Sättigung, ja. Basis und dann reden wir weiter, okay? Petra, ich mache Anordnungen für dich. Also. Und dann haben wir noch unseren Fingerclip. Nee, machen wir da. Ja, wie Sie mögen, gerne. So, einmal das. Und dann. Ja. Schau mal, kannst du mal hier auf die Hand schauen? Ich kann schauen, einen Moment. Hier. Wenn du das siehst, dass die Haut auch ziemlich trocken ist. Jetzt, ja, da sind. Da sieht man schon stehende Hautfalten. Ja, kann man. Einmal zustimmen, Foto machen davon für Dokumentation habe ich gemacht. Danke. Wenn du da fertig bist, ja, können wir einmal Bauch operieren. Ist okay? Ja, okay, das ist mit Nebengeräusche, Darmgeräusche, ja. Genau. Ich gehe davon aus, dass du hast Infusion mitgenommen. Ja, können wir, obwohl die Patientin kann selbst auch trinken, aber wir können nutzen, ja, deinen Einsatz da und vielleicht 500 Milliliter wenigstens da IV was geben. Alles klar, machen wir. Danke, danke dir. Schön. Tschüss. 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 Notfalleinrichtungen, niedergelassene Ärzte und Pflegeeinrichtungen werden miteinander verbunden. Eine enge und vertrauensvolle Kommunikation ist möglich. Vorteile sind ganz klar. Unnötige Krankenhauseinweisungen werden vermieden. Die Bewohnerinnen und Bewohner können in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. Und es wird Zeit gespart und gleichzeitig die Versorgungsqualität gesteigert. Was eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Auch Mitarbeiter und Angehörige, sie waren sehr dankbar. Bei bestimmten Situationen haben wir gehabt, wo wir das echt sehr, sehr geholfen, dass die Bewohner, das ist erste Hilfe, dass die nicht extra für verschiedene Sachen, was man vermeiden kann, ins Krankenhaus geschickt werden. Optimal ist eine große Erleichterung für die Pflegepersonal und sozusagen Absicherung für unsere Bewohner. Wenn ich diese regelmäßige Messungen mache bei unseren Bewohnern, die sagen mir, oh, gut, sagst du alles gut bei mir, dann fühle ich mich auch besser. Ich fühle mich sicherer, dass jemand kontrolliert, wie ich mich fühle. Alle sind sehr, sehr zufrieden mit Optimal. Was haben Sie denn bisher für Erfahrungen mit der Telemedizin gemacht? Ja, mein Vater hatte einmal irgendwie ein akutes Fieber, Verdacht auf Bronchitis, wo eben die Telemedizin sich eingeschaltet hat und wo dann eine kompetente Fachkraft aus dem Klinikum hier vor Ort war und auch eine Ärztin sich eingeschaltet hat. Und die konnte dann, also die Pflegekraft, die dann hier war, oder die Fachkraft, hat sogar die Lunge auskultiert und alle möglichen erforderlichen Untersuchungen durchgeführt, um dann hinterher zu beschließen, dass mein Vater hier bleiben kann.
super spannende Eindrücke. Optimalheit NRW liefert also eine medizinische Ersteinschätzung für Pflegeeinrichtungen, wenn der Hausarzt eben mal nicht zur Verfügung steht. Und das Ganze läuft hier über die Telekonsultation in der Telearztzentrale der Uniklinik RWTH Aachen.